Recht herzlich willkommen zur 94. Folge von City Skylines. Ja, wir sind hier unterwegs und haben letztes Mal aufgeräumt. Und was mir aufgefallen ist, ich habe letztes Mal noch ein paar Sachen gebaut. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen mit 6400 Minus. Da müssen wir gucken, dass das jetzt nicht gerade ins Bodenlose fällt. Weil so viel Geld haben wir dann doch nicht mehr, ne? Hier stehen natürlich Müllwagen ohne Ende, die nicht wegkommen. Das sieht nicht gut aus. Okay, die drehen sogar da hinten, um schneller wegzukommen, oder wie sehe ich das? Faszinierend. Wäre es sinnig, eine Straße hier irgendwie rüber zu bauen? Ja, sinnig wäre das bestimmt, aber schwierig, dass es dann klappt, ne? Ja. Was aber auf jeden Fall besser wäre, wäre die da auffahren zu lassen, dann müssten die ja schneller wegkommen, ne, oder? Autobahn, Autobahn, Auffahrt. Und dann müssen wir noch geschwungen machen. Geht so nicht, okay. So. Sollte dann funktionieren eigentlich, oder? Ja. So, ich glaube, der erste könnte es vielleicht schon verstanden haben, dass man da rechts fahren kann, oder? Da sieht etwas komisch alles aus, aber geht. Nur drauf fahren tut noch keiner, ne? Aber irgendwann kommt schon der erste und der sagt dann, okay, da rechts geht's auch weiter. Aber hier, guck dir mal den Rückstau an. Das ist ein Problem. Schöner wäre es, wenn mal einer da rechts drauf fahren würde, ne? Ah, jetzt fahren die ersten da rechts. Es könnte dann auch sein, dass sich denn die Kreuzung bald entspannt. Okay. Gut. Okay, stopp. Da ausschalten und da sofort loslegen, weil das brauchen wir definitiv, ne? Und hier unten fehlt das Wasser. Nehmen wir gleich bis dahin, ne? Denn das für Industrie dann hier? Müllverbrennungsanlage, okay. Keine Industrie. Sah so anders aus wie sonst, aber ist so. So, hier ist noch ein Wahnsinnsrückstau. Die fahren jetzt da tatsächlich lang. Es dreht keiner mehr. Obwohl, das könnte jetzt immer noch passieren, dass sie welche drehen, ne? Hier wird es jetzt Sinn machen, wenn die nur hier lang fahren, ne? Ja, fahren sie auch. Der Rückstau ist aber immer noch da. Ändert sich auch nicht so wirklich. Aber ist halt so. Gut, werden wir irgendwann in den Griff kriegen, ne? So. Ja, miese, immer noch miese. Kommerz ist gefragt. Dann sollten wir vielleicht erstmal diese Richtlinien wieder in Kraft treten, dass wir das hinkriegen mit dem Kommerz und so, ne? Aber wo sollten wir noch was bauen? Hier könnten wir noch was hinbauen. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet, das wäre hier doch schon mal ganz nett, oder? Da geht nichts mehr. Nur da noch ein bisschen mehr. Gut, gucken wir nach den Normalitäten. Da haben wir noch was möglich.
Den mach wieder weg, den will ich da nicht hinhaben. Den ergänzen wir da noch. Da kann auch noch einer hin. Ich weiß nicht, was das für ein Gebäude ist. Lassen wir erstmal so. Hier geht nichts. Hier im Kreisverkehr, da wäre natürlich der Kommerz noch gefragt, ne? Machen wir doch so. So, hier überall noch Kommerz hin. Dann sind die schon glücklich. Wird schon weniger. Der Rest kommt dann auch hoch. Personen kommen hinzu, das ist schon mal wichtig. Machen wir da noch Kommerz hin. So. Hier würde auch Kommerz gehen, interessant. Gucken, ob da wirklich welche hinkommen, das würde mich interessieren. Okay. Wir müssen mal den Bagger nochmal walten lassen vielleicht und ein paar Häuser abreißen, die hier noch so zu viel sind, damit auch was passieren kann, ne? Das weg. Da ist nur eins. Hier weg. War da auch noch gerade einer. Naja, jetzt ist er halt weg. Gebäude müssen wachsen. Also wir haben Zuwachs, aber sind noch relativ hoch mit der Verschuldung, die da täglich läuft. Was ist das für ein Symbol da? Machen wir gerade aus. Bio-Lebensmittel. Nicht genügend Kunden, okay. Kann ich verstehen, dass sie nicht genug Kunden haben. Der Bagger ist nicht angegangen. So, jetzt. So. Die dicken Häuser alle hier auf jeden Fall rausmachen. Da unten ist auch noch was. Ja, Einwohner kommen, aber wir haben ja 12.000 jetzt miese. Das ist nicht gut. Mal gucken, dass wir das in den Griff kriegen, ne? Dann sind wir gleich bankrott. Oh, da war leider das Falsche bei. Weg, weg. Ah, hier auch ganz viel Agrarindustrie, die da brach liegt. Und das hat mit dem Müll zu tun, ne? Ja. Da müsste der Müllwagen mal fahren dann. Vielleicht war das Zentralisieren der Müllabfuhr dann doch nicht so der richtige Weg, ne? Oder zu zentral, weniger zentral. Ja, wir haben noch viel zu wenig Geld.
Die Müllgeschichte, die bringt uns um. So, lass mal den Bagger ausmachen. Wir hätten da irgendwo zwei Felder. Ich glaube, hier hinten war das, die man vielleicht... 4%, okay. Und der 60%. Das ist eine Arztpraxis. Müllabfuhr verschieben, ne? Hier unten war noch, das war, ne, das ist schon alles weg. 17%, okay. Bedeutet, leert sich. Ja, wir müssen mal hinten gucken, ob wir schon wieder einen oder andere. 89%, 83, 26, vielleicht sollten wir solche wie 26, hier den machen wir wieder an mit 7%. 30%, 6 auch anmachen. Wir müssen einfach den Müll aus der Stadt kriegen. Die sind alle voll. Da muss wirklich erst was leer werden. Gut, okay, aber das sind ja wieder drei, die wir mehr gemacht haben. Müllverbrennungsanlagen gehen eigentlich auch. Hier haben wir noch einen, 30% voll. 2% Zuwachs haben wir auf jeden Fall. Die Zahl vorne wird auch weniger mit 8000. Ja, nochmal den Bagger. Wir müssen jetzt leider gucken, dass wir hier immer abreißen. Warte, hier ist irgendwas leer, da können wir was ändern. Mülldeponie geräumt. Verschieben. Und aktiv schalten. Und die zweite war, glaube ich, auch, ne? War das eine Mülldeponie? Ich glaube schon, ne? Verschieben. Und aktiv schalten. Wunderbar. Dann kann der Stau hier auch noch länger werden, ne? Ich verstehe nicht, dass die nicht da Leiter lang fahren. Okay, eine Autobahn für den Müll. Gut, was haben wir hier noch? Ein Friedhof. Da sind noch reichlich drauf. Das lassen wir laufen. Der ist mehr wie die Hälfte belegt. Und der ist fast leer. Okay, dann läuft das noch. Noch ein bisschen was abreißen. Da ist auch noch was. Ja, das sind die Müllleerstände jetzt hier, ne? Wenn das hier zu lange ist, dann ziehen die Leute aus, weil sie da keinen Bock drauf haben, ne? Dann müssen wir hier, die jetzt rot sind, die werden dann irgendwann grau werden und dann sind die Leute raus. Abbruch unternehmen, ne? Unsere Zahlen kommen gleich wieder ins Grüne, will ich hoffen. Das sieht gerade so aus. Ja, ja, da ist die erste grüne Zahl seit längerem wohl. Oh, steigt zum Glück. So. Vielleicht werden die Mülleimer jetzt auch mal geleert, ne? Da fehlt Wasser. So,
Das sollte nicht mehr das Problem sein. Was ist das denn? Monumente, okay. Na, das kriegt jetzt Wasser, dann ist es zum Glück erledigt. Das andere hatte nicht mehr Wasser gekriegt und war deswegen entvölkert worden. Ja. Wird schon werden, ne? Wir kriegen auf jeden Fall wieder Geld dazu. Das ist schon mal super wichtig. Ist auch wichtig, dass ich die Häuser im Endeffekt schneller abreiße, wie dass sie von alleine weggehen. Wenn mal eins dazwischen wäre, wäre das okay. Aber so tut es doch das Feeling der Nachbarn etwas beeinträchtigen. Und die haben dann auch keinen Bock mehr. Und dann geht das vielleicht auch den Bach runter, ne? So. Ja. Hier haben wir noch Mülldeponien. Hier sollen wir mal gerade angucken, wie weit die schon sind. 5%, 8, 62, 9, 62. Okay, da tut sich bald auch was. Die ist noch relativ voll. Da ist schon weniger drinne. Relativ voll. Ja, geht noch alles. Oh, hier haben wir jetzt gerade wieder eine Abrissgeschichte vor uns noch. Wollen wir dann mal schnell noch machen? Da habe ich jetzt was abgerissen, wo ich nicht weiß, was ich abgerissen habe. Weiß nicht, ob das jetzt eine Straße war. Glaube aber nicht. Feuertechnisch sieht das alles besser aus. So, hier ist alles schick. Hier oben fährt auch kein Müllwagen hoch. So, hier müssen wir durchforsten. Geld fließt aber noch immer. Da ist noch ein Ölbetrieb, da auch. Das war der falsche. Okay, hier müssen wir viel durchforsten gerade. Da war ein Falscher bei. Hier gibt es noch Feuergefahr, okay. Wo ist das? Das? Ja. Das war der. So, sieht besser aus. Hier unten fehlen Arbeiter. Hier oben das Haus ist jetzt doch brach. Aber okay. So. Ja, ich bin permanent und ständig am Abreißen. Das ist das Einzige, was in dieser Folge zu sehen ist. Aber wir müssen halt gucken, dass wir wieder hochkommen. 282.000 ist ja auch schon eine Summe, wo man sagen kann, okay, geht wieder voran.
Na, da geht jetzt gerade einiges schief, was ich da abreiße. Ja. Wenn man die abreißt, ne, und dann kommen neue, die haben ja erstmal einen leeren Mülleimer und deswegen ist das Problem mit dem Müll dann erstmal nicht so stark, ne. Hier da, die werden gleich auch alle grau. So, hier leert sich wahrscheinlich noch. Da oben leert sich's auch noch. Da blinken noch die roten Mülleimer. Da leert sich's auch noch. Hier, der ist auch noch nicht leer. Da oben auch noch nicht. Wie sieht's hier an der Straße? Waren noch ein paar, die knapp davor waren. Nee, auch noch nicht. Gut. Wird jetzt besser. Oder auch gerade schlechter, wie ich sehe. 113. Das ist nicht so dolle. Was hat er hier für ein Problem? Kein Platz mehr. Das heißt, den müssen wir entleeren. Wenn wir den entleeren, müsste eigentlich ein anderer wieder aktiviert werden, sonst bringt das nicht viel. 21% nehmen wir den erstmal wieder, damit sich das ausgleicht. Wir haben hier immer mehr Stau von den, sag schon, Müllwagen. Irgendwie ist das etwas schwierig hier. Also tendenziell neige ich dazu, die Straße hier rüber zu bauen. Nur wohin, ne? Hier war doch gerade die Bushaltestelle, oder? Wo ist hier die Bushaltestelle? Da. Oben ist auch noch einer. So, dann freuen die sich nicht mehr, ne? Ja, gut, okay. Ist gerade so. Ja. Hier sind sie. Wird keiner. Okay, das haben wir alles nachgeguckt. Das wissen wir jetzt. Grüne Zahlen haben wir auch wieder momentan. Also es nimmt zu. Lassen wir erstmal diese Runde so sein, denke ich mal. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Und da wollen wir zuschauen, dass wir das irgendwie mit dem Verkehr besser in den Griff kriegen, mit der Müllabfuhr hier. Das muss hier sich ändern. Das ist ja relativ schlecht, ne? Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.